jetzt können wir da noch einen Samen. Da sind noch Münzen im Baum. Ja, im Baum. Ja, der rechte. Ah, ich glaube, ich habe auch Leute gesehen. Nett. So. Ah ne, ist ja ein Samen, ist ja gar kein Minus. Wo war denn jetzt noch eine Platte, die... Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt nur davon ausgegangen, dass ihr, ne, je mehr Nüsse, dann sind da auch noch Plattformen. Aber spontan wüsste ich jetzt nicht, wo. Ich auch noch nicht. Wenn ich was sehe, sage ich Bescheid. Ja, oder schmeiß einfach die Nuss da rein. Wenn auch so, ist. Wenn du was Interessantes siehst. Ja, da ist ein Dino. Ein Dino will ich nicht. Wir haben Bekanntschaft gemacht, wir fanden uns nicht sympathisch. Ja, den nicht. Den nicht. Und da ist einfach Dino. Da ist was. So. Guck mal, da sind wie so Mieten auch drumherum, ja. Ne? Ja. Verstehe ich noch. Was ist denn mit der Puppe da? Die wollte ich mir jetzt schnappen eigentlich. Ach so. Okay. Eine Nuss verschwunden. Und du hast deine Mütze nicht mehr. Ja, viel schlimmer ist, der hat einen blauen Mond gezeigt. Ich weiß aber nicht, wo der einen blauen Mond zeigt. Warte mal, warte mal. Guck mal. So, jetzt haben wir die Mütze wieder. Ist ja ach, nett. Das ist Zeit. So, jetzt machen wir den hier. Ja. Wo ist das? Im Wald. Ah, ja, danke. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich sehe auch nichts leuchten. Schon mal sehen würde, wo. Ja. Und die Zeit ist relativ... Also, ja, der Dino hat mich schon wieder gesehen. Ja, aber dann kann es ja nicht weit weg sein. Oh ja, Dino. Ich finde den Dino doch ein bisschen nervig, wenn man den gerade so gar nicht will. Ja. Ja, hau doch ab. Lass den anderen auch nicht in Ruhe lassen. Ja, der freut, guck mal, der ist da ganz alleine. Der kann mich mal. Der freut sich, wenn so ein kleiner Klempner mal zu ihm kommt. Ist er jetzt weg? Aber es vibriert immer noch. Boah, du gehst mit. Warum haust du denn nicht langsam ab? Ich will jetzt gar nicht, dass du um die Gegend läufst. Ich will nur, dass du abhaust. Ich glaube, ist weg, auch. Oder? Ich glaub, ja. So, wo ist jetzt meine Puppe? Ja. Ja, irgendwo. Da, folg mal dem Wasser nach oben. Ja. Ja. Jetzt gehen wir einfach und gucken einfach mal, ob wir finden, wo. Also auf jeden Fall etwas höher auf dem Hügel. Und die Zeit ist so schnell rum, ne? Ja. Kann da so weit gar nicht sein. Zwei Bäume. Ja! Da hinten hat's geblinzelt. Jetzt frage ich mich jetzt auch gerade, warum. Guck mal, da hinten. Ja, ja. In die Richtung würde ich gleich laufen. Ja, habe ich vor. Da blinzelt auch jetzt nicht mehr, wo die... Ja. Das wird der sein. Ich sehe da nichts mehr blinzeln. Ja, ja, du blinzelst. Hä, was ist das denn, ey? Oder ist da gerade der Dino vor dem Baum gelaufen, dass da was geblinzelt hat? Das kann natürlich auch sein. Ist so dramatisch. Ja. Was steckst du dich jetzt im Busch? Ja, natürlich. Hat geholfen, hat nicht mehr vibriert. So, versuchen wir es nochmal, ne? Runter ans Wasser irgendwo. Ja, links. Ja, ja, ich guck gerade. Okay. Und da müsste ich theoretisch in die Richtung. Ja. Ey, Dino, geh doch mal woanders hin. Ja, der geht ja weg. Ja, ich warte mal noch. Ja, ich würde die sowieso einmal anpuffen und gucken, ob da hinten dann wieder so ein Leuchten kommt. Das ist das Leuchten. Mhm.
Nämlich jetzt ist wirklich gar nichts mehr. Kann doch nicht sein. Woher soll ich denn dann wissen, wo ich rumrenne? Das ist echt gemein. Das hat doch da vorhin geblinkelt. Das war doch hier zwischen den Bäumen. Nee, da fällt mir was von den Beinen. Man hat auch keinen anderen Anhaltspunkt irgendwie, ne? Ich habe gefühlt hier gar keinen Anhaltspunkt gerade. Wenn er den zeigt, jetzt drehen kannst du nicht, ne? Jetzt. Komm ich ganz kurz tatsächlich. Ja, so weit weg kann es nicht sein. Nee. Weil die Zeit doch sehr, sehr, sehr gering ist. Nochmal einmal, ich konnte tatsächlich drehen, danke. Aber ja, nur so ein Stückchen. Ja. Also wir suchen ja ein kleines Hügelchen. Was ist denn hier noch? Wir müssen, das wird da jetzt auch blinken. Wahrscheinlich stehen wir nur ein Stück anders. Das gibt's doch nicht, ey. Kann jetzt nichts loslaufen oder was? Ich sehe hier aber auch gar nichts. Ich sehe Nebel. Ja, aber da sind drei Bäume auf jeden Fall zusammen. Ja, sag, wenn es dir hilft. Ja, ich würde mal rumlaufen und gucken, wirklich, wo drei große Bäume vielleicht. Aber das sind. Da! Schnell, 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 schnell. Okay, jetzt müssen wir uns aber merken. Ich sag tatsächlich, man sieht von hier gar nicht. Nee. Vielleicht standen wir wirklich gerade wirklich so praktisch, dass man es gesehen hat. Also das ist echt. Es ist auch nicht weit, aber es ist halt das Orientieren. Wir gehen ein Stück hoch und dann gehen wir nach rechts. Orientierung, echt. Ja. Ja, aber hier irgendwo muss das doch wieder sein. Da oben. Wo. Ja. Hast du? Stimmt gleich. Ja, natürlich. Ich renne, glaube ich, schon drauf. Bin ich jetzt völlig falsch. Hier ist doch gar nicht mein Fluss. Ich wollte am Fluss ein Stück hoch und dann rechts. Ja. Naja. Ist ja immer ein sehr kurzes Intermezzo. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich mach das gern noch 100 Mal. So, wo läuft mein Fluss? Da läuft mein Fluss. Da läuft ja, mein Fluss. An irgendwas muss ich mir hier orientieren. Also 3 Sekunden mehr hätten sie einem wirklich geben können. Nein! Na! Mann! Eine halbe Sekunde wird auch reichen. Nee, ein bisschen länger hätte ich schon gern. Dann wäre ja die ganze Spannung weg. Na komm, ich nehme den Zentimeter mit. Mach das jetzt nicht 20 Mal. Ich glaube, wir sind schon bei 20 Mal. Nein. Ist doch nicht wahr. Boah, da fehlt aber wirklich nur so ein kleiner Tacken. Meint man. Wahrscheinlich laufe ich irgendwo einen Bogen, den ich nicht laufen muss. Hm. Hier kriegt man aber auch Orientierungsnot. Muss ich sagen, ja. Es sieht fast alles gleich aus. Ja, außer hier mein Wasser. Mein Wasser sieht gut aus. Kann auch wirklich nicht sein, dass man. Und dann dreht er die Kamera nicht, wie man will. Nee, zu weit rechts, würde ich ja fast sagen, ne? Ja. Du möchtest doch bestimmt gleich mal. Natürlich. Sobald du den Mond genommen hast, versuche ich das mal. Ja. Thank you.
Dass man den sieht, ist auch schon, also wirklich. Ja, danke. Ja. Nervig. Ja, gib mal. Ja, gerne. Bitteschön. Dankeschön. Freue mich auf das Erfolgserlebnis. Ja, ja, klar. Das ist total simpel. Nur weil man nicht genau sieht, wo man hin muss, läuft man einen Umweg. Ich bin da fest von überzeugt, das ist mega simpel. Ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. Mega simpel. Ja, du zeigst mir jetzt, wie simpel. Mama, guck mal. Guck mal. Siehst du? Sag ich doch. Mega, mega simpel. Ja, haben wir den auch. Jetzt fällt mir hier unten aber auch nichts mehr ein, ne? Haben wir jetzt alle Blumensamen gepflanzt? Ich finde keine Plattform mehr. Was okay. Mit dir denn? Ich darf nur Abenteurer vorbeilassen. Das sind die Sicherheitsvorschriften. Wir sind Abenteurer. Im Moment siehst du nicht ansatzweise wie ein Abenteurer aus. Nee, ich sehe aus wie ein Mario mit einer Mütze. Ist doch gut. Ach so, hier ist eine Tür. Ein Abenteurer. Wie sehen wir denn als Abenteurer aus? So wie ein Mario. Zieh am Hebel. Nein, wollen wir nicht mehr. Zieh hier nirgendwo mehr dran. Ich möchte erst mit meinem Anwalt sprechen. So, aber hier waren wir ja auch schon überall, ne? Ich glaube schon. Die kommen doch immer wieder, das sind doch alles Viecher. Hier sind Münzen. Nee. Ich dachte schon, ich hätte schon wieder den Fehler gemacht. Hier am Rand ist auch nichts mehr, ne? Sind wir an dem Rand schon hochgelaufen? Oh Mann, im Rand da nicht mehr. Oh, ein Wasserfall. Da. Mhm. Das ist das, was du gerade meintest, ne? Was ist das immer? Ist das der Frosch? Führt der Wasserfall irgendwo hin? In den Tod vielleicht? Vielleicht. Dann gibt aber nichts zum Gucken. Nein. Okay. Ich könnte es machen. Nein. Soll ich? Nein. Wir bringen erst die Monde weg. Und so. So, ja. Ja, aber sonst meine ich... Klettern wir eine Bohne hoch da. Samen. Eine Bohne. Oh, schon wieder so ein Stein. Liegen auch über. Ja. Oh. Okay. Den will ich behalten. Der leuchtet wie Mond. Der leuchtet wie ein Mond. Ja. Ja, die anderen kriegte ich aber auch so kaputt. Toll. Müssen wir den irgendwie gegen den Felsen donnern? Ah, oder so. Ja. Nur oft genug draufschlagen. Gut, dass der geleuchtet hat. Ja. Ja, ja. So, jetzt habe ich wieder die Orientierung verloren. Ist nicht schlimm. Ach, hier hinten. Okay. So. Aber man sieht auch nichts. Man, ne, sieht nur Nebel und ein paar Bäume. Das war's. Man sieht auch nichts. Ich denke ja immer, vielleicht leuchtet irgendwo mal oder so, aber das ist. Ich sehe nichts. Hier ist auch kein Aussichtsding oder sowas, ne? Gefühlt nicht. Ich habe noch keins entdeckt. Ich habe auch keine Fahne gesehen. Nee. Ja, wir sind ja auch auf der Karte im Nirgendwo. Stimmt. Hier ist noch eine. Ach nee, da ist auch schon einer drin. Mich wundert auch immer noch diese Blume da. Welche Blume? Unten im Wasser. Aber ist halt so wie das. Die Blume unten im Wasser. Ja, die nicht blüht. Ach so, hier. Ja. Ach, hier vibriert wegen dem. Die nicht blüht. Stimmt, das wundert mich. Hier sind auch Münzen. Das sind keine. Das sind Münzen, ne? Ich sehe fast gar nicht. Schrauben. Schrauben. Die sehen fast aus wie ein Kopf von einer Schraube. Okay. Kann man da vielleicht eine ganz feste Arschbombe drauf machen? Wenn du weißt, wo du hin musst? Nee, das ist zu weit. Das ausholt sich wieder oben. Ja, aber stimmt, du hast recht. Hier muss doch irgendwas sein. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Sonst klettern wir mal. Also ich wüsste nicht, was da noch. Also ich habe sonst nichts mehr gesehen. Ach, wir haben bestimmt irgendwas übersehen. Ich nehme mal den Frosch. Nehme mir Frosch. Du willst ja nur Münzen. Münzen. Ende. Ja, ich überlege gerade, ob wir noch irgendeinen Felsen nicht gemacht haben.
Die da oben hatten wir, ne? Mal schauen. Ich geh nochmal hin, ja, alles gut. Weil hier ist auch noch so ein Zeichen dran. Nicht so eine Eidechse, ich bin so eine Eidechse. Ja, viel Spaß. Die lösen sich ja nur in Luft aus. Auf. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich vielleicht schon. Jetzt kriegst du mich wieder nicht. Hier kriegst du mich vielleicht schon. Ella Bitch, Ella Bitch. Oh oh, falsche Seite. So, jetzt bin ich aber weg. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ich finde den süß. Ich finde den total knuffelig. Ich auch. So, aber ich glaube, mit dem können wir auch nicht mehr viel reißen. Ich glaube auch nicht, das ist vorbei jetzt. Naja, komm, dann klettern wir mal die Bohne hoch. Und Abenteurer, da müssen wir auch noch mal gucken. Ich finde immer noch, wir sind schon ein Abenteurer, weil der uns nicht reinlässt. Ja. Okay. Wo sind wir jetzt? Ich weiß noch nicht. Orientierung. Karte. Ach ja, Karte. Wir sind da unten raus. Ah. Ah. Na, gucke mal. Und wir müssen immer noch zu dem X. Nehmen wir am besten die, ne? Ja. Der Eingang zum geheimen Blumenfeld liegt in dieser Richtung. Da waren wir doch schon. Wir waren doch auch schon am geheimen Blumenfeld. Oder? Wir wollen jetzt auf der Karte zu der Hand. Ja, wo ist denn das? Weiß ich nicht. Da. Da. Also gerade außen links. Also hier hoch. Hoch. Okay. Waren wir doch auch schon mal, ne? Ja. Haben wir da keine? Dass wir hier schon rumgefahren hatten. Ich meine, die wäre es schon eher gelaufen. Da bin ich mir auch sehr sicher, aber wenn die Karte will, dass wir nochmal in die Richtung gehen, ja, dann machen wir das. Gehen wir nochmal in die Richtung. Wir machen geht's das. Da rechts noch? Waren wir da schon? Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Aber ich doch, du bist da hoch. Okay. Meine ich. Ja,
war jetzt auch ungünstig. Der war doof. Der war äußerst dumm. Natürlich. War es das schon? Und durch meinen, da war auch eine Fahne. Kann doch gar nicht sein. Ja, die Fahne müsste aber dann auf der Karte sein. Ja, eigentlich schon. Aber es macht ja Spaß mit diesem Hüpfen. So, wo war... Jetzt war schon zu spät. Nicht schlimm, waren wir bestimmt. Aber bestimmt noch ein paar Mal lang. Ja. Dann nehme ich die mal mit. Nimm die mit. Ungünstige Idee. Oh, ey. Was denn? Ich dachte, du magst die Pflänzchen. Ja, wenn ich in den drin stecke, aber doch nicht so. Ah, da oben warst du auch schon, da waren wir. Ah, okay. Und ich meine, hier war eine Fahne. Ich hätte jetzt auch schwören können, dass da irgendwo... Da ist ein Gummiband. Da ist ein Gummiband. Ach da. Ach, der Ringschleuder. Können wir uns damit weg? Ich will nicht da rein. Ich bin doch gerade erst nach oben. Ich hab nichts gesagt. Dann wollen wir noch mal in die Richtung. Das gibt's doch nicht. Mach mal hoch. Okay, Gummiband. Nicht einfach. Nein, benutzen. Nicht machen. Scheiße. Ich dachte, jetzt kommen wir nach oben oder so. Soll man denken beim Spielen? Nein, wir denken am nicht mit dem reden. Nein, ich rede mit niemandem. Ich gehe straight. Straight lang hier. Ganz straight. Straight zu dieser Hand. Straight zu der Hand. So, hier. Brauche ich aber kurz. Ich brauche ich, sag ich. Ja, der verstanden wollte er nun. So. Jetzt können wir auch noch mal einmal rechts gucken, ob da wirklich nichts mehr ist. Aber hier war nur ja. Ich klemme in den nächsten Hangar. Ja. Hier ist auch nichts mehr. Alles toll. Wollten wir ja nur noch mal geprüft haben. Deshalb machen wir das Ganze hier. Jetzt kommt hier. Der duckt dich doch gleich wieder an. Nee, mach da nicht. Sehr gut. Man muss das nur oft genug machen, dann kann man das. Dann kann man das. Genau. So. Kein Gummiband nehmen. Einfach weiter. Ich kann aber mal mit denen reden. Der Zugang zum geheimen Blumenfeld liegt in dieser Richtung. Das wissen wir. Das sagtest du schon mal. Deswegen wollen wir nicht mehr mit euch reden. Ja, aber hier waren wir doch schon mal. Ja. Aber hier war ein P, ne? Mhm. Ist vorbei mit P. Ach, wir sind doch schon rüber. Oh, ja, dann zurück, Marsch. Hä? Dann guck noch mal, wo wir... Wie weit zurück müssen wir denn? Da. Ah, oh, okay. Hä? Ist noch ein Stück? Hier. Ja, super. Wir sind da. Super. Ja. Ja, ist ja ein geheimer Blumenpfad, ne? Scheiße. Ja, dann einmal ab zum Gebäude, ne? Können wir denn... Warte mal, hier waren doch so... Kann man da noch höher? Ich weiß nicht. Wie sieht's aus? Wo haben wir denn wieder unseren Topf? Ja, auf der anderen Seite. Der Topf ist auf der anderen Seite. Sonst noch mal hier vielleicht. Hier haben wir auch noch mal einen Topf. Aber hier warst du doch auch schon. Ja, wir müssen jetzt mit dem dann... Der da waren wir. Das haben wir gemacht. Und ich meine aber, mit dem kam ich nicht nach oben. Da bin ich dann extra wieder Mario, weil ich nicht hochkam mit dem. Ja. Der Seite von
kann. Aber trotzdem haben wir immer noch das Problem hier. Aha, ganz toll. Das hilft. Das hilft ungemein. Ja. Super. Ja, aber. Ja, weiß ich auch noch nicht. Ja, aber. Geheimer Blumenpfad. Ich hätte ja jetzt angenommen, dass das Gummi uns nach dahin habe ich auch gehofft, ja. Ja, was steht denn der? Konnte man das drehen? Weiß ich nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Gefahr. Warum? Nee, der schießt sofort. Was ist das denn für eine Kacke? Wie sollen wir denn dann da hinkommen? Ich bin gerade überfragt. Oder wir haben hier irgendwas Geheimes, dass man hier hin muss. Muss ein Zugang sein. Da ist ja auch nichts. Hier ist nichts. Die Röhre hat uns wohin gebracht? Nicht mehr. Ah, da will ich nicht. Da will ich nicht. Nein, nein, nein. Das hatten wir auch schon. Das brauchen wir nicht nochmal. Das haben wir gar nicht nötig. Ich wollte eigentlich mal gucken, was das für ein Vogel ist. Hallo Vogel. Kann ich dich mitnehmen? Wonach suchst du denn? Ich weiß, aha! Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Rollfels im Wald. Aha. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, find ihn. Cheep, cheep, cheep. Na mega, toller Vogel. Kann ich dich übernehmen? Mann, die niedlichen können wir nicht übernehmen. Doch, hier waren wir schon. Da war auch nichts. Ja, aber ich weiß jetzt gerade echt nicht. Geheimes Blumenfeld. Wir hatten doch das E. Ja. So. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Der Eingang zum geheimen Blumen. Ja, geh da durch. Müssen wir doch da. Geh da durch. Macht ja keinen Sinn, da oben wieder irgendwo rumzulaufen. Ja.